Okay, dann darf ich euch alle recht herzlich willkommen heißen zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg. Endergebnis 1:2. Ganz recht herzlich begrüßen wir natürlich den Gästetrainer Jens Hertel und da bitten wir natürlich standesgemäß um das erste Statement. Also wir sind sehr, sehr froh, dass wir hier drei Punkte mitnehmen konnten. Das war ein sehr, sehr intensives Spiel. Gerade auch in der ersten Halbzeit haben wir doch ab und zu mal gelitten. Ja, hat das Mappen sehr gut gemacht. Sie haben uns gut analysiert, hatten uns da schon vor das eine oder andere Problem gestellt. Wir haben ein paar Sachen natürlich in der Phase auch nicht gut gelöst. Und trotz des Elfmeter-Tors haben wir eigentlich da keine Ruhe reingekriegt, sondern hatten dann ein bisschen Glück, dass wir da nicht schon eher den Ausgleich bekommen. Den haben wir dann halt durch den Standard gekriegt, wo wir nicht ganz so wach waren. Aber ich fand, dass wir schon die letzte Viertelstunde vor der Pause dann schon auch uns wieder befreit haben und das dann ein bisschen besser gemacht haben. Nach vorne noch ein paar gute Aktionen hatten, wo wir durchaus auch hätten wieder in Führung gehen können. Haben in der Halbzeit ein paar Sachen angesprochen und haben dann, denke ich, die deutlich besseren Möglichkeiten gehabt, schon eher in Führung zu gehen. Haben es dann gemacht in einer Phase, wo wir vielleicht auch ein bisschen Glück hatten, weil Meppen da in Unterzahl war. Und die haben es dann halt ausgenutzt, das Tor gemacht. Und dann hat man sicherlich in der einen oder anderen Situation auch nochmal Glück. Das gehört dann im Fußball dazu, weil wir es eben doch verpasst haben, den Deckel drauf zu machen. Wir hatten schon noch ein paar Möglichkeiten, auch ein drittes nachzulegen. Und dann wäre Ruhe gewesen. So ist natürlich mit einem Tor, 4 Minuten Nachspielzeit, tolle Kulisse hier in Meppen. Da wird es dann natürlich immer schwer. Aber wir haben gewackelt, aber sind nicht umgefallen. Euch natürlich viel Erfolg, Christian, dir und deiner Mannschaft. Also wenn er das so ein bisschen hinkriegt wie erste Halbzeit, dann werdet ihr eure Punkte holen. Ja, die Wünsche nehmen wir, glaube ich, auch gerne an. Christian, 1-2 verloren. Erste Halbzeit wieder super gespielt. Zweite Halbzeit war dann dementsprechend nicht mehr ganz so gut. Wie hast du das ganze Spiel gesehen? Ja, ich denke, ich kann Jens schon recht geben mit seiner Analyse. Wir haben es wirklich in der ersten Halbzeit, glaube ich, haben wir ein fantastisches Spiel gesehen, was hin und her ging. Mit den besseren Chancen für uns. Ich glaube, wenn wir in der Halbzeit gehen und führen, wäre das okay gewesen. In der zweiten Halbzeit dann so eine Schlüsselszene, Ellbogencheck von Schiller an Benny Giert. Ja, musste getackert werden. In der Phase haben wir uns, glaube ich, dann mehr mit dieser Situation beschäftigt als mit dem Spiel. Dann waren wir kurz raus und genau in dieser Phase kriegen wir in Unterzahl das 2-1. Jens hat recht. Magdeburg hat in der zweiten Halbzeit die besseren Möglichkeiten, aber wenn man sie nicht macht, wird man meistens bestraft. Und das wäre der Fall gewesen, wenn er Elfmeter gepfiffen hätte bei Max Kremer. Ich habe es gerade im Fernsehen nochmal gesehen, glasklarer Elfmeter, hält ihn am Arm fest. Das wäre die Möglichkeit zum Ausgleich. Schiedsrichter hat leider nicht mitgespielt, müssen wir mit leben. Auch da, diese Entscheidungen gehören auch zum Leben dazu, auch wenn sie uns schwerfallen. Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir haben jetzt 3 Kracher in der Liga gehabt und wir haben uns richtig teuer verkauft. Und immer nur Blumensträuße anzunehmen, ja, das fällt einem am Ende dann auch immer schwer. Wir müssen mal gucken, dass wir dann auch uns selber belohnt für einen guten Auftritt. Und ja, so sind wir heute sicherlich enttäuscht. Ich wünsche Magdeburg Jens seiner Truppe alles Gute. Ja, man sieht, welche Robustheit da herrscht und das müssen wir über einen längeren Zeitraum noch hinkriegen und dann belohnen wir uns auch mit Punkten. Dankeschön. Vielen Dank, Christian. Gibt es Fragen von Ihrer Seite, von eurer Seite? Uli, Wilko? Keine Fragen sehe ich, dann bedanke ich mich und wünsche natürlich auch den ganzen Magdeburger Tross eine schöne und gesunde Heimreise. Und für uns geht es dann weiter am Samstag im Ostseestadion bei Hansa Rostock. Vielen Dank.